Herzlich willkommen in Anis Welt. Der Dolmen 18a befindet sich wie der Dolmen 18b ebenfalls in der Straße in den Klöbertannen in Werpelow. Der Anfang des Waldweges ließ auf einen natürlich gewachsenen Wald schließen, was sich, je näher man sich den Dolmen näherte, änderte. In der hügeligen Gegend wurde ein künstlicher Wald rund um den Dolmen angelegt. Hinter einer kleinen Anhöhe bettet sich der Dolmen 18a wunderschön in die Gegend ein. Der 16,5 Meter lange und 2,30 Meter breite Dolmen wurde laut Angaben um 3000 bis 3500 Jahre vor Christus errichtet. Von den 18 Jochen, auch Tragsteine, sind noch alle vorhanden und stehen überwiegend an ihrem ursprünglichen Ort. Von den 9 Decksteinen sind 6 in den Dolmen gesunken. Ein besonders großer Deckstein hat die Maße 3,10 m x 1,90 m. Die nördliche Längswand bildet bei diesem Dolmen keine gerade Flucht, sondern eine bauchige Form. Das lässt auf zwei Familien schließen, die hier zur letzten Ruhe gebettet wurden. Zwei Steine, die in die Grabkammer gesunken sind und als Trennung der Grabkammern gedient haben könnten, deuten ebenfalls darauf hin. Ich fühlte mich sehr von den Dolmen angezogen und wagte das erste Mal, mich unter einen Deckstein in so eine Grabkammer zu legen. In mir breitete sich ein warmes, wohliges Gefühl aus. Es war ein fantastisches Erlebnis. Hier der Ausblick aus dem Dolmen heraus. Bei diesem Dolmen fehlt der äußere Steinkreis völlig. Jedoch findet man Einzelstücke ca. 30 Meter um den Dolmen herum im Wald. Ich hoffe, mein Ausflug hat dir gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei.